Samstag, der 28. Juli 2018. Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Genau jetzt beginnt meine Radreise 2018. Und wie ihr seht, bei mir zu Hause, direkt vor der Haustür. Ja, hier werde ich starten. Wo ich hinfahre, erzähle ich unterwegs. Jetzt ist, ich habe ja gesagt, glaube 7 Uhr, habe ich es gesagt oder nicht, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle starte ich jetzt und ja, der Himmel sieht so nach Sonne oder Gewitter aus, wird sich herausstellen. Jetzt gehen wir erstmal los. Pfruttenhof habe ich schon verlassen. Jetzt geht's nach Grüntal, von da geht's nach Glatten ins Glattal. Und ins Glattal fahre ich dann mal hinunter, bis die Glatt in der Neckar fließt. Ja, und wie gesagt, unterwegs gibt's dann die richtigen Informationen zur Tour, wohin die Tour überhaupt führen soll. Jetzt aber erstmal nach Glatten. Hier ist schon Grüntal. Mein Tacho habe ich für die Tour jetzt komplett genullt. Also das heißt, ich habe den Tageskilometerstand und auch Gesamtkilometer, Gesamthöhe, alles auf Null. Ich kann jeden Tag sehen, wie viele Kilometer bin ich heute gefahren, wie viel Höhe habe ich gemacht. Und auch von der gesamten Strecke dann, von meiner gesamten Tour, kann ich es dann auch am Ende oder zwischendrin einsehen. So habe ich gedacht, mache ich es diesmal. Fällt einem zwar schwer, seinen Gesamtkilometerstand zu nullen, aber ist prinzipiell egal, ist ja nur eine Zahl. Ich bin im Glattal. Das hier ist der Ortsteil. Ja, was war's denn? Hab's vergessen. Ich glaube Glatt. Okay. Ja, und jetzt geht's weiter. Erstmal auf der Landstraße hier, weil hier gibt's noch keinen Radweg. Und in Bettenhausen komme ich dann auf dem Radweg. Neuneck ist natürlich, nach Glatt komme ich ja erst, da wo das Wasserschloss ist. Bin noch ein bisschen durcheinander heute Morgen. Nicht weil der Horst gestern da war, nee. Meine Melina hat mich heute Morgen noch erwischt, bevor ich gegangen bin. Und ich habe ihr dann sagen müssen, dass sie mich 2 Wochen nicht sieht. Und ja, dann sind halt die Tränen geflossen, das bin ich gar nicht gewöhnt. Hat mich ein bisschen arg aus der Bahn gerade geworfen, hat mir echt wehgetan und ja, jetzt ist es halt so. Das fällt einem dann schon schwer, sich so lange von der Familie zu verabschieden, aber was will man machen? Wenn man so eine Tour durchziehen will, das kann man nicht mit Familie, das geht nicht und sie wollten es auch gar nicht. Okay, aber ich komme ja wieder heim, kein Thema. Das ist jetzt also die Gemeinde Bettenhausen an der Glatt. Hier komme ich jetzt endlich auf dem Radweg und da vorne ist ein Brunnen. Da werde ich meine Flasche jetzt noch füllen und dann geht es weiter an Neckar.
das Wichtigste, nämlich Wasser, habe ich jetzt. Jetzt kann es weitergehen. Hier ist gerade ein geschickter Baumstamm im Wald, wo ich meine Kamera abstellen kann. Dann muss ich das Stativ nicht auspacken. Jetzt also meine Karte, die ich vorbereitet habe. Ist ein bisschen eine größere Karte wie sonst, aber wir kriegen das hin. Ja, ihr habt es gesehen. Also Karte einblenden, jetzt ist sie da. Ja, ihr habt es gesehen, von Freudenstadt im Schwarzwald, besser gesagt Frutenhof bei Freudenstadt, bin ich gestartet. Und dann über Glatten und die Glatt entlang bis an Neckar will ich fahren, da bin ich noch nicht. Und am Neckar fahre ich dann hoch nach Rottweil und dort weiter in Richtung Bodensee. Ja, bei Konstanz geht es auf die Schweizer Seite vom Bodensee und nach dem See fahre ich auf dem Rheinradweg und folge dem bis Chur, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, in der Schweiz Chur. Also ab Chur suche ich mir einen Weg über die Alpen und fahre da dann bis St. Moritz. Da gibt es so einen Pass hoch, da gibt es zwei Pässe. Ich werde den nehmen, der nicht so steil ist, aber wahrscheinlich trotzdem steil genug für mich. Ja, weiter geht es dann an die Quelle vom Inn und das war auch Sinn und Zweck von dem Radweg. Ich wollte den Innradweg mal fahren. Komplett und deswegen an die Quelle von Inn und ab da folge ich dann dem Innradweg über Innsbruck, Kufstein, Braunau und dann bis Passau. Ab Passau folge ich dann der Donau flussaufwärts, dann geht es wieder Richtung Heimat, ja, über Regensburg, Ingolstadt, Ulm, dann Sigmaringen, bin ich schon wieder ganz in der Nähe. Bis zur Quelle, dann nach Donaueschingen. Ja, und von dort wieder zurück nach Hause in der Schwarzwald. Das Ganze werden so circa 1700, 1800 Kilometer so überschlagen sein. Ich habe es nicht genau ausgerechnet. Ich habe nur die 4 Tage jetzt berechnet bis nach St. Moritz. Da habe ich mir ein Ding gemacht für Wiki, eine Route. Habe mir auch die Campingplätze schon rausgesucht bis dahin und ab da fahre ich dann mit dem Bikeline und ja, ohne Ziel mal, nur der Innenradweg halt. Okay, wir gehen weiter, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Auf geht's! Jetzt fahre ich gerade durch Glatt, bin am Wasserschloss in Glatt vorbeigekommen. Ja, auch sehr schön anzusehen, aber was ich da am meisten empfehlen kann, ist das Kaffee im Schloss. Da gibt es leckere Eisbecher und große Kuchenstücke.
An der Stelle hier kreuze ich jetzt also der Neckar-Radweg, der Neckartal-Radweg bis Rottweil, sind es jetzt noch 39 Kilometer und die gehe ich jetzt an. Ja, inzwischen habe ich 27 Kilometer. Es läuft ganz gut, aber bisher ging es auch nur das meiste bergab. Kaum Steigung bisher. Das wird jetzt anders. Jetzt geht es ja aufwärts. Es geht aufwärts, genau. Der erste Ort jetzt hier am Neckar habe ich schon erreicht. Und da unten geht mein Weg weiter. Ja, die Straßen sind überall nass schon. Das Gewitter war vor mir da. Vielleicht komme ich heute dran vorbei. Die ersten Regentropfen kriege ich jetzt ab, aber ja, noch völlig entspannt, nichts Großartiges, nur ein bisschen Getröpfel. Das Navi habe ich jetzt mal eingepackt, das Handy unter Folie und ja, Regenjacke brauche ich bisher noch nicht, wenn es nicht stärker wird. Mal sehen, wie es weitergeht. Rechts neben mir dann der Neckar. Fließt schön gemütlich vor sich hin, hat gerade nicht arg viel Wasser. Es hat ja lang nicht geregnet. Vielleicht kommt es heute. Ich stehe jetzt in Sulz am Neckar. Der Regen ist doch jetzt ein bisschen stärker geworden. Ich habe mich entschlossen, die Regenjacke anzuziehen, bevor das T-Shirt nass ist. Und ja, vielleicht nehme ich jetzt auch die andere Kamera. Mal sehen, wie es weitergeht. Da hinten ist ein Zirkus. Meine alte Kamera, also wieder im Einsatz. Sehr schön. Regenwassertest. Ach Quatsch, Regenjackentest, die erste. Ja, so habe ich es mir gedacht. Da will man Regen, da kriegt man keinen. Und da will man keinen Regen, dann hat man. Passt. Weitermachen. Zwischen Sulz und Oberndorf geht es dann im Wald doch ab und zu mal ein bisschen hoch und runter. Aber nichts, was man jetzt nicht machen könnte. Also schon gut machbar. Und ja, die Regenjacke bewährt sich bisher super. Sehr atmungsaktiv. Und die paar Tropfen hat es bisher auch ausgehalten. Mal sehen, was noch kommt. Ja, bald müsste ich in Oberndorf dann sein. Der Neckartal-Radweg oder Neckartalweg, natürlich super ausgeschildert, kein Problem, braucht man kein Navi. Ich lasse es nur laufen, weil ich nebenher die Strecke auch aufzeichnen tue. Ich will den gesamten Weg wieder auf meiner Webseite einbinden. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Und ja, der Link dazu, wie immer, unter dem Video. Schauen wir mal, ob es klappt.
Jetzt bin ich noch gleich am Wasserwerk Neckarburg. Da geht es dann steil hinauf nach Rottweil. Ja, im Moment regnet es nicht mehr. Ich werde da am Wasserwerk meine Fahrradflasche nochmal auffüllen, Regenjacke ausziehen und dann geht's. Ja, genau. Steil bergauf nach Rottweil. Ja, ich habe das Wasserwerk Neckarburg erreicht. Wie gesagt, jetzt geht's steil den Berg hoch nach Rottweil. Vorher noch einen kräftigen Schluck frisches Trinkwasser und dann steigen wir mal an. Ja? Hier geht es also hoch und dann windet sich der Weg da hinten rum und ganz da hinten auch. Da komme ich irgendwo raus. Passt schon. Und passend zum Berg kommt auch die Sonne raus. Ja? Super. Okay, schrauben wir uns gemütlich hoch. Die Hälfte habe ich jetzt schon, wie es aussieht. Da vorne sieht man die A81, die Brücke da übers Neckartal. Ja, und ich trettel gemütlich weiter im ersten Gang. Wenn ich oben bin, müsste man dann der Aufzugstestturm von ThyssenKrupp sehen. Sind wir mal gespannt. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin ziemlich oben, habe jetzt 62 Kilometer, habe aktuelle Höhe 604 Meter und Tageshöhe ein bisschen über 400 Meter. Da links neben mir der Testturm von ThyssenKrupp und ich fahre weiter nach Rottweil. Aus Rottweil fahre ich jetzt schon wieder raus, habe mich gar nicht lange aufgehalten und fahre jetzt weiter, glaube Richtung Schwenningen, aber so genau weiß ich es gar nicht. Ich fahre jetzt eigentlich nur noch nach Navi. Meine Routenplanung mit AutoActive hat dieses Mal total versagt. Ich wäre auf eine Autostraße kommen, die da vorne, da darf ich gar nicht fahren und meine Route ging ziemlich lange auf dieser Straße. Okay, habe ich die Navigation aufgehört und habe jetzt in Naviki eine Route quasi ausrechnen lassen zu meinem Campingplatz, wo ich will. Das sind jetzt noch 55 Kilometer von hier und ich hoffe, das klappt jetzt besser. Ich hatte ja die Route mit AutoActive geplant, GPX-Datei runtergeladen und mit Naviki nachgefahren und dann wäre ich jetzt da oben halt gestanden. Und da darf ich gar nicht sein. Okay, jetzt probieren wir es halt so. Kein Beinbruch bisher. Ich dachte schon, das geht jetzt auf Autostraßen so weiter, aber habe jetzt wieder einen schönen, ruhigen Radweg hier. Leider ein bisschen Gegenwind, aber kann man sich ja immer nicht raussuchen, gell? Ja, ein Hüngerle hätte ich, es ist jetzt nach Mittag. Wenn mein Platz kommt, werde ich mal festspannen.
jetzt ein schönes Bänkle. Da werde ich Pause machen. Der Horst hat mir gestern noch einen Vesper gebracht. Der hat mir hier so Schwarzwälder Schinken zwei Stücke eingepackt. Und auch so schwarzgerauchte hier. Das sind Bauernbratwürst. Ganz schwarz geraucht. Da werde ich jetzt eine essen mit Brot. Und gut ist. Die sehen gut aus. Oh, muss man Kraft haben. Einen guten. Na also, das hat genau gepasst. So ein Stück Wurst, eine Scheibe Brot und ein bisschen Wasser dazu. Und ich laufe wieder voll in der Spur. Jetzt kann es weitergehen. Das Magenknurren hat nachgelassen. Vielen Dank, Horst. Das Navi führt mich jetzt Richtung Tuttlingen. Das sieht von meinem Ziel her auch passend die Richtung. Und ja, der Gegenwind nervt mal wieder. Ja, aber ich kann ihn nicht drehen. Und andere Richtung wäre wieder heimwärts. Dann fahren wir halt. Ich muss hier gerade in Altingen, heißt es glaube, an der Bahnschranke warten, da kommt ein Zug. Und bis Tuttlingen noch 16 Kilometer. Und weiter geht's. Noch 45 Kilometer bis zu meinem Campingplatz. Ja, wir haben übrigens 28 Grad hier ohne Sonne und mein Ziel für heute soll der Campingplatz in Stockach sein. Das sind noch so 40 Kilometer jetzt. Aber es geht gut. Trotz Gegenwind, es läuft. Jetzt rolle ich in Tuttlingen ein und habe somit noch 30 Kilometer bis zu meinem Campingplatz. Und einen trockenen Hals. Muss mal was trinken wieder. Ja, jetzt täte ich hier schon an der Donau stehen, aber da fahre ich jetzt gleich wieder weg davon. So weit ist noch nicht, da bin ich erst in ein paar Wochen wieder hier. Ja, jetzt fahren wir erstmal in die Schweiz, Richtung Schweiz. Aber erstmal auf den Campingplatz. Okay, hier über die Brücke geht es jetzt weiter. Da unten liegt jetzt Tuttlingen. Da bin ich hochgekommen. Hier ist der Weg, wo ich hochgekommen bin. Und es geht noch weiter hoch.
aber so habe ich es ja wollen und jetzt muss ich es auch so nehmen, also weiter. Ja, ich denke, ich bin oben, habe jetzt 100 Kilometer und 914 Höhenmeter Tageshöhe. Ja, jetzt noch so circa 25. Da vorne schaut irgend so ein Turm raus. So ein Funkturm, keine Ahnung was das ist. Wird wohl dran vorbeikommen, wie es aussieht. Ja, eine nette Aussicht habe ich hier oben. Das muss man sagen. Klettern lohnt sich doch immer wieder. Ja, und hier, von hier oben, sehe ich jetzt auch schön die Vulkankegel vom Egauer Land hier. Und in die Richtung muss ich. Jetzt hatte ich gerade wirklich eine klasse Abfahrt und jetzt ist noch Endspurt, noch 15 Kilometer bis zu meinem Campingplatz. Mal sehen, ob es noch mal bergauf geht. Die Abfahrt war gerade echt klasse. Das hat Spaß gemacht. Ja, noch 8 Kilometer zum Campingplatz und ich muss sagen, ich bin top zufrieden heute. Wir haben jetzt 3:30, ich schätze mal so 16 Uhr, 16.20 Uhr werde ich am Campingplatz ankommen. Dann stelle ich mein Zelt auf, tu noch duschen, tu mir was zum Essen machen und ich muss sagen, dann ist der Tag super gelaufen. Die Fahrt war genial, mir hat es richtig Spaß gemacht jetzt zum Schluss hier. Da ging es viel bergab, das war echt toll. Und auch so, ja. Der Gegenwind hat natürlich gestört, aber ich muss sagen, ich bin gut in der Zeit und insofern kann es nicht so schlimm gewesen sein. Jetzt kommt ein Traktor, ich muss mal auf die Seite. Der Traktor ist vorbei, ich gehe auch weiter. 8 Kilometer, wie gesagt, bis zum Campingplatz. So, mein Zelt steht. Jetzt werde ich noch duschen gehen. Danach mache ich mir was zum Essen und dann sehen wir weiter. Hier zum Aufstellen hat es Oettinger Weizengrapefruit gegeben.
Heute kann ich es mir wieder einfach machen. Der Horst hat mir wieder zwei Dosen mitgebracht. Ich habe lange überlegt, ob ich sie mitschleppe wegen Gewicht, aber ich habe gedacht, die ersten zwei Tage esse ich die. Das ist was Leckeres. Und hier ein Rindergulasch, dazu koche ich mir ein paar Nudeln. Das ist bestimmt gut. Dazu so ein schönes Bodenseepilz. Ruppaner Bodenseepilzbier. Ja, ich denke, da gibt es nichts mehr zu sagen, außer guten Appetit. Und es schmeckt ausgezeichnet. Vielen Dank an der Horst und an der Otto von der Metzgerei Otto Buck Freudenstadt. Echt lecker. Jetzt mal ehrlich, kann es einem besser gehen. Ja, wir haben 18.30 Uhr, halb sieben. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen spazieren. Es tröpfelt schon wieder, deswegen habe ich die wasserdichte Kamera und die Regenjacke jetzt wieder. Ja, ich habe oben am Zelt habe ich alles wieder schön hergerichtet. Wieder alles eingepackt, brauche nachher nur noch ins Bett fallen. Hab noch ein so ein Fläschle Bier übrig, ja, als Nachttrunk. Ich hoffe, dass ich dann nicht so oft raus muss in der Nacht, aber egal. Und ja, Tag ist gut gelaufen, muss ich sagen. Es waren 125 Kilometer über 1000 Höhenmeter. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe es vorher fotografiert. Hab der Tacho jetzt schon wieder genullt, also sprich die Tageskilometer habe ich auf Null gesetzt. Und morgen geht's weiter. Morgen geht's Richtung Bodensee für mich. Wenn ich das nächste Video bringe, ob das gleich auf der darauffolgende Tag kommt, weiß ich nicht. Weil wenn ich heimkomme, habe ich doch einiges zu tun. Und ob ich da alle Videos wieder so geschwind schneiden kann, das weiß ich nicht. Und kann ich euch nicht versprechen. Aber ich hoffe, auch wenn es 3-4 Tage oder eine Woche später kommt, bleibt ihr dran und guckt den morgigen Tag an. Mein morgigen Tag. Okay, also, dann würde ich jetzt mal sagen, ciao und bis dann.